Ich möchte jetzt die beiden anderen Referenten bitten, ihre Kameras einzuschalten, sodass wir nochmal in eine gemeinsame Diskussion einsteigen können. Und als erste Frage nochmal nach Heidelberg und nach Wien würde ich Sie bitten zu beantworten, kommen denn auch Nicht-Aspaner nach Aspern oder andere Leute aus Heidelberg? Wie oft geht man so in diese neuen Quartiere? Und wir haben hier in Berlin immer so ein bisschen so einen Begriff des Mehrwertes eines Quartiers. Also was leistet so ein neues Quartier für die bestehende Stadt? Da kann dann gleich Frau Buhr bestimmt auch noch mal was zu Hamburg sagen, aber erstmal vielleicht zu den beiden bestehenden Quartieren. Wie eng sind da schon die Verknüpfungen gewachsen mit dem Rest der Stadt? Und vielleicht gern zunächst nach Wien, dann nach Heidelberg. Ja, gern. Also im Fall der Seestadt, die ist ja vielleicht ein anders als andere Stadtentwicklungsgebiete in Wien, die viel zentraler liegen. Aber ich habe es vorher schon gesagt, Seestadt ist sozusagen am Ende einer Entwicklungsachse entlang dieser neuen U-Bahn-Linie U2. Und insofern hat sie, glaube ich, für diesen 22. Bezirk im Nordosten Wiens eine sehr wesentliche Bedeutung, weil sie auch ein urbanes Zentrum ist, das für ganz viele Bereiche rundherum entsteht. Ich habe vorher im Chat auch ein bisschen mitgelesen, weil hier auch über die U-Bahn viel diskutiert wurde. Es gibt ja dort nicht nur die U-Bahn, auch Straßenbahnen entstehen, auch Buslinien, auch andere Radverkehrsverbindungen. Und insofern, glaube ich, hat jetzt schon die Seestadt mit ihrer Dichte und dadurch auch mit ihrer Infrastruktur und mit den Angeboten, die dort sind, für die nicht so dichten Gebiete rundherum, sicherlich einen, ich nenne es jetzt urbanen Mehrwert. Ja, also in Heidelberg ist tatsächlich aufgrund der sehr zentralen Lage am Hauptbahnhof natürlich eine sehr starke Integration geschaffen. Wir haben ja auch einige, sag mal, übergreifendere Einrichtungen, wie jetzt auch die Halle 02, die wir betreiben, die ja sozusagen schon allein aus dem überregionalen Umfeld Menschen in den Stadtteil bringt. Und wir haben tatsächlich über diese vernetzenden Fahrradwege, die dadurch laufen, auch sozusagen die Süd-Nord-Beziehungen mitnehmen, einen sehr hohen Anteil an Leuten, die den Stadtteil so erfahren müssen oder können durch diese sozusagen neuen Radverbindungen. Und tatsächlich haben wir so eine Art Spielplatztourismus auch. Da sind hervorragende Spielplätze entstanden und da kommt im Prinzip ganz Heidelberg in diesen Stadtteil und schaut sich diese neuen Spielplätze an, weil da natürlich auch viele neue Dinge ausprobiert wurden und so weiter. Und das hat tatsächlich dadurch eine sehr hohe Lebensqualität. Wird allerdings auch oft kritisiert, wie das so ist mit so neuen Projekten. Ich hatte ja die Kritikpunkte vorhin genannt, aber in der Praxis ist es tatsächlich so, dass es eben sehr stark genutzt wird auch. Frau de Boer, was streben Sie da an? Also noch sieht man ja bei uns nichts. Also wir hoffen aber auch, dass Oberbillwerder ein ganz urbaner, super Ort wird. Wir haben ja dadurch, dass wir die Hochschule für angewandte Wissenschaften mit 5000 Studierenden dort auch hinbekommen, also die zieht um, dass wir einen sehr urbanen, sehr lebendigen Ort schaffen. Und ich finde, unser Masterplan, so wie der angelegt ist, der ist so, bietet so viele gute Voraussetzungen, wenn man es schafft, die Qualität, die in dem Plan steckt, auch bis zum Bau durchzusetzen, dass das, ich bin nicht hundertprozentig davon überzeugt, ganz toller neuer Ort in Hamburg, 105. Stadtteil von Hamburg wird. Das ist, glaube ich, natürlich ein ganz wichtiger Faktor, wenn man in der Lage ist, so große öffentliche Einrichtungen dahin zu verlagern. Die freuen sich natürlich sicherlich auch für neue maßgeschneiderte Räume zu bekommen, aber das kann dann wirklich so eine ganz andere, so ein Hin und Her zwischen dem neuen Quartier und der Bestandsstadt geben. Das ist sehr gut. Und das führt mich eigentlich zum nächsten Thema. In eigentlich all diesen neuen Quartieren spielt natürlich auch Mischnutzung eine ganz große Rolle. Und wie bringen wir Arbeiten in diese Quartiere? Das hat jetzt, glaube ich, auch durch die Corona-Pandemie nochmal an Bedeutung gewonnen. Dieses Thema Work from Home wird uns, glaube ich, auch nach der Pandemie weiter begleiten. Das muss vielleicht auch gar nicht immer in der eigenen Wohnung sein, sondern vielleicht in Coworking Spaces in den neuen Quartier oder in neuen Orten. Manche sagen Third Places dazu, die dort errichtet werden. Aber das ist natürlich ganz wichtig, dass wir nicht nur reine Schlafstädte schaffen, sondern wirklich Quartiere, die über den ganzen Tag belebt sind, wo es nicht nur Kitas gibt, das ist immer so die Minimalausstattung, sondern wirklich Geschäfte und ein ganz normales
Alltagsleben. Vielleicht, das wäre, glaube ich, super spannend, da doch noch mal ein bisschen vertieft nach Aspern zu gucken, aber durchaus auch nach Heidelberg, weil ich glaube, damit steht und fällt so eine Quartiersqualität und auch so ein Leitbild der Stadt der kurzen Wege, was wir ja eigentlich alle befürworten, wenn ich da sprechen darf, so für die Allgemeinheit. Aber vielleicht Herr Kraus nochmal, dieses Erdgeschossmanagement, aber auch die Ansiedlung von Arbeitsplätzen, welche planerischen Voraussetzungen wurden dafür geschaffen? Und wie versuchen Sie das auch? Wir sind ja nicht in einem System, wo man das anordnen kann, sondern man kann höchstens Voraussetzungen schaffen. Wie wurde das gemacht? Mehrere Punkte. Also zum einen das klassische sozusagen Ansiedlungsmanagement auch von Betrieben. Sicherlich auch in Aspern sehr stark vorangetrieben von der Entscheidung, ein Technologiezentrum von Beginn an auch sozusagen als Landmark hinzusetzen, dass als Hub oder als Inkubator auch für ganz viel wirtschaftliche, technologische, Stichwort Industrie 4.0 Fabrik, die dort ist, auch funktioniert. Ich glaube, das ist mal ein wichtiger Ankerpunkt. Und dann, wenn man jetzt in das Kretzel, wie wir es in Wien nennen, oder ins Quartier reingeht, ist wirklich die Rolle in Aspern der Entwicklungsgesellschaft und des Qualitätsmanagements von Aspern 3420, glaube ich, wirklich nicht zu unterschätzen, weil also natürlich hat man immer die planerische und die juristische Ebene, aber ich glaube, dass sehr, sehr relevant ist, auch die Kommunikation zwischen den Bewohnerinnen, sozusagen eine entstehende Community, die sich darüber austauschen kann, welche Räume gibt es, welche Selbstständigen sind dort unterwegs. Es sind einige Baugruppen in Aspern auch, die Gemeinschaftsräume öffnen, nicht nur für sich selbst als Baugruppe, sondern auch darüber hinaus. Also ich nenne es wirklich dieses Community Building auch, dass sich die Bewohnerinnen nicht nur in ihren Schlafstätten und Arbeitsstätten, wo man sie dann anonym in den öffentlichen Verkehrsmitteln gegenüber sitzt, sondern dass das auch viel lebendiger wie ein Organismus wächst. Ich glaube, dafür ist diese Entwicklungsgesellschaft Aspern 3420 wirklich zentral und hat hier ganz großartige Arbeit geleistet. Ja. Herr Gredler? Ja, wir hatten in Heidelberg natürlich ein bisschen profitiert, dass wir ein relativ wirtschaftlich starkes, die Metropolregion Rhein-Neckar hier haben, insofern eine Nachfrage auch da war nach Ansiedlung von Unternehmen. Wir haben von vornherein der Rahmenplanung ja vorgesehen, dass es zum einen Campusareal gibt, aber zum anderen eben auch die Flächen für Unternehmen. Und wir hatten tatsächlich in der Zwischenzeit die Herausforderung, dass die Nachfrage dann doch nicht so hoch war nach Gewerbe aktuell in der Zeit wie geplant und der Druck auf Wohnen natürlich wesentlich höher. Und wir mussten der Widersuchung widerstehen, sozusagen diese Nutzungsmischung, die ja auch von vornherein gedacht war, da sehr stark zu ändern und sind im Prinzip beim Schlüssel geblieben. Und das heißt, wir sind da jetzt etwas weniger als gedacht im Bereich der Unternehmen sozusagen noch in der Auslastung. Das kommt aber, und die Unternehmen, die wir hier ansiedeln konnten, das passt hervorragend zum Nutzungsmix und dann eben mit den von mir erwähnten kulturellen Bespielungen. Also es ist jetzt nicht nur die Hallen 02, es gibt noch einen alten Tankturm, der kulturell genutzt wird, wo eine große Architekturfirma dann nicht nur ihre Büros dort hat, sondern gleichzeitig auch Räume vermietet. Und die Entscheidung natürlich, dass wir das Konferenzzentrum letztlich auch, das wir für gesamtstädtische Bedeutung gesucht hatten, in diesen Stadtteil integrieren. Das war dann auch nochmal so ein Meilenstein sozusagen in dieser Entwicklung. Also ich finde sehr spannend die Erkenntnis, dass es offenbar wirklich einen Akteur braucht, eine Managementgesellschaft auch manchmal wird Kümmerer dazu gesagt, das wäre dann eher eine einzelne Person, das ist sicherlich deutlich komplexer. Frau Dibur, was planen Sie da? Wird das die IBA in Hamburg übernehmen, so eine Funktion, oder wird da extra noch was gegründet? Wahrscheinlich, aber wie werden Sie da auch von Erfahrungen von Aspern beispielsweise lernen? Viel. Unser Tourismus geht immer nach Aspern, nach Wien-Aspern oder nach Heidelberg und dieses Patrick-Henry-Village gucken wir uns auch immer an, weil das wird ja auch von der Internationalen Baustelle in Heidelberg betrieben. Also wir sind überall im engen Austausch. Wir müssen nicht alles selbst erfinden. Wir lernen von den Besten. Und deswegen beschäftigen wir uns auch mit so einer gemanagten Einkaufsstraße GmbH, ob wir dafür noch eine eigene Firma gründen oder ob wir das selber machen. Das ist eine zweite Frage. Auf jeden Fall sehen wir ja in Wien, dass es gut funktioniert und die Kollegen da auch alle begeistert sind. Und wir profitieren einfach davon, dass die schon weiter sind als wir. Das finde ich sehr gut.
Und wir hatten ursprünglich 28 Hektar Gewerbe in Oberbillwerder und haben dann aber diese Fläche nicht so umgesetzt, weil die Erschließung einfach nicht gesichert war und in dieser Lage die Gewerbeflächen auch nicht nachgefragt werden. Insofern versuchen wir das sehr viel kleinteiliger zu machen. Also wie ich sagte, wir haben diese drei Handwerkerhöfe, wir haben Gründerzentrum, wir haben die Universität, wir haben Einzelhandel, wir haben die Schulen. Also das wird eher so eine Mischung werden bei uns. Sehr gut. Wir haben jetzt ungefähr noch eine halbe Stunde Zeit für die Diskussion und ich möchte jetzt schon mal die Leute bitten, die sich noch mal direkt in die Diskussion einschalten möchten, auch mit Bild und Ton, sich im F&A zu melden, damit wir das gleich machen können. Ich habe aber noch eine Fragerunde zum Thema Vergabe, weil das waren ganz viele Fragen, die heute auch schon aufgekommen sind. Dieses ganz wichtige Thema, wie bekommen wir denn wirklich vielfältige Quartiere mit unterschiedlichen Wohnangeboten, Nutzungsangeboten, mit verschiedenen Familientypen, auch eine ökonomische Abstufung, die ist ja teilweise auch vorgegeben, aber wie schaffen wir eine Vielfalt der Bauherrenschaft auf der einen Seite über Genossenschaften, Baugruppen, private Anbieter und so weiter? Und damit verknüpft ist natürlich immer die Frage einer architektonischen Vielfalt auch. Das war ja im Beispiel Heidelberg auch schon genannt worden. Aber auch eine andere Frage spielt damit hinein, wie schnell schaffen wir denn so eine Realisierung? Also vielleicht überspitzt gesagt, wenn wir ganz viele verschiedene einzelne Bauherren haben, dauert es wahrscheinlich ein bisschen länger. Dann geht doch mal was schief, dann sind überall noch Baustellen und manche Gebäude sind schon fertig. Damit muss man auch klarkommen. Wenn man aus einer Hand baut, ist es vielleicht ein bisschen einfacher abzuwickeln und schneller. Also wo ist denn da für Sie in Wien, Heidelberg und Hamburg so eine gute Balance? Und wie würden Sie in Zukunft auch mit der Vergabe von Grundstücken umgehen, um diese Vielfalt der Bauherrenschaft und damit auch der Wohnungsangebote hinzukriegen? Vielleicht gerne ruhig nochmal Wien, Heidelberg, Hamburg in der Reihenfolge, bevor wir dann gleich Leute mit reinnehmen. Ich möchte vielleicht zwei Sachen vorausschicken, weil ich glaube, dass Wien hier nur bedingt vergleichbar ist mit anderen Städten, weil wir zum einen eine Wohnungsgemeinnützigkeit gesetzlich geregelt haben in Österreich und die uns ein wirklich mächtiges Instrument in die Hand gibt, auch was die Beschränkung der Grundkosten betrifft, der übertragbaren Grundkosten. Das heißt, wir haben ja auch ein ökonomisches Regime, das andere Möglichkeiten gibt. Und das Zweite ist, dass Wien schon sehr lange einen eigenen Wohnfonds hat, der mittlerweile Grundstücks- und Flächenreserven in der Höhe von, glaube ich, rund 300 Hektar Flächen in der Stadt besitzt und diese eben im Verfahren von Bauträgerwettbewerben, städtebaulichen Wettbewerben, Architekturwettbewerben und wie die miteinander verschnitten sind, dann auch vergibt und so auf wirklich aus meiner Sicht sehr, sehr hohe qualitative und architektonische Standards kommt. Aus meiner Sicht, und das ist, glaube ich, das Spezielle in Wien, ist einfach dieses starke Steuern der öffentlichen Hand, sei es jetzt über den Hebel der Bodenpolitik und des Grundstücks, aber auch über die Flächenwidmung und den Bebauungsplan, ist wirklich etwas sehr Spezielles bei uns. Wir haben jetzt letztes Jahr in unseren Baugesetzen auch eine neue Flächenwidmungskategorie eingeführt, wo über die Widmung schon bestimmt wird, dass in Wohngebieten bis zu 2/3 mindestens 50% der Fläche nach den Grundsätzen der Wohnungsgemeinnützigkeit errichtet werden müssen. Also wir haben hier wirklich sehr, sehr mächtige Hebel in der Hand, die wir nutzen können und die uns auch Zeit geben, um in der Vergabe von Grundstücken, in der Entwicklung von Projekten auf Qualitäten zu achten. Ja, ich bin kein ausgewiesener Experte auf dem Gebiet, aber ich glaube natürlich, ich hatte ja ein paar Kritikpunkte auch selbstkritisch zur Entwicklung der Bahnstadt ja schon angesprochen. Es ist aber tatsächlich so, wie Sie auch gesagt haben, es ist natürlich bei uns eine sehr schnelle Entwicklung auch dadurch gewesen, dass wir das in dem Stil auch mit großen Projekten vergeben haben. Bei uns gab es einen großen Wohnungsdruck. Und die Flächen, die dann teilweise auch so zentral waren, mussten schnell entwickelt werden. Ich glaube, das war mitunter auch die Entscheidung,
das da einzugehen. Perspektivisch in den anderen Entwicklungsflächen der US-Amerikaner, bei uns machen wir es auch eher so, dass Konzeptvergabe gemacht wird. Wir versuchen da stark Baugenossenschaften zu akquirieren. Wir fördern auch im Prinzip da Zusammenschlüsse von verschiedenen gemeinnützigen Bauträgern und ermutigen die sozusagen, versuchen die da in die Projekte reinzubringen, dass wir eben das nicht über den freien Markt machen, weil das Problem war natürlich, das dann effektiv zu steuern, so ein bisschen die Herausforderung. Und so eine Mischform war das Thema, was aber ein zentraler Element ist, auch bei den zukünftigen Flächen, die wir jetzt haben, dass wir tatsächlich in der Lage sind, die als Stadt komplett aufzukaufen. Die meisten sind von der BIMA, da ist natürlich jetzt ein Vorteil hier bei uns, also das heißt von der Bundesimmobilienanstalt, die vergeben kann und auch im Prinzip so ein Vorkaufsrecht für die Kommune haben, um überhaupt dann in der Lage sein zu können, alle weiteren Strukturen da vorzugeben in der Entwicklung. Und das wollen wir natürlich jetzt noch intensiver nutzen aus der Erfahrung, die wir gemacht haben, um da eine stärkere Steuerung auch im Hinblick auf die Wohnungsmix, Mischnutzung und so weiter eingehen zu können. Und dann wird die Stadt Heidelberg die aber weiterverkaufen oder auch im Erbbaurecht vergeben? Ja, das ist eine große Diskussion, wahrscheinlich nicht nur in Heidelberg, ne? Inwieweit das passieren soll. Da hängt natürlich auch dann mit den gesetzlichen Rahmenbedingungen oder teilweise eben mit den Finanzierungsmöglichkeiten ab, was Kommunen überhaupt leisten können. Insofern ist das nochmal eine größere Diskussion. Der Grundplan war jetzt, weil man sich das nicht gedacht hat, dass man das finanziell sich erlauben kann, die dann eben weiter zu kaufen an Entwickler, die man dann eben ausgesucht hat und die das natürlich nach dem Rahmenplan etc. Entwickeln, der ja vorher doch vorgegeben ist. Mhm. Aber ist im Moment so 50-50 bei vielen Abstimmungen, dass man eigentlich diskutiert, ob man nur noch in Erbpacht vergibt. Mhm. Frau de Boer, was ist da in Hamburg geplant? Ja, bei uns hatte ich Ihnen ja schon kurz erläutert, wir haben ja auch die wohnungspolitischen Zielsetzungen, an die sich jeder Entwickler enthalten muss. Die setzen wir um und unser Masterplan, der ist natürlich mit seiner städtebaulichen Struktur, wo jeder Block an sich unterschiedliche Wohnungsangebote hat an sich und sehr feinkörnig entwickelt ist, schon eine Riesenvoraussetzung, städtebauliche Qualität umzusetzen. Und wir werden durch unsere Qualitätsinstrumente, also wir sichern ja die Qualität über den Funktionsplan, über die Gestaltungsregeln, auch in die Vergabe reingehen. Also wenn wir eine Konzeptausschreibung machen, steuern wir wohnungspolitische Inhalte, wir steuern aber auch städtebauliche Inhalte und wir stimmen uns dann ja auch immer mit der Stadt Hamburg ab. Wie wollen wir den dritten Mix umsetzen? Aber so die Instrumente dafür, die haben wir alle in unserer Hand. Und das sind eigentlich, ist es eine langfristige Entwicklung mit dem Ziel, eine vielfältige Bauherren- und Baufrauenschaft dort zu etablieren und nicht so alles am Reißbrett runterzumetern, sondern kleinteilig Qualität weiterzuentwickeln. Und da wird auch mit Erbbaurecht gearbeitet werden? Oder? Okay. Ist noch nicht, wie in welchem Umfang, ist noch nicht abschließend entschieden worden, weil das eben auch nicht so eine zentrale Lage ist wie die anderen Gebiete von uns. Aber auf jeden Fall, Hamburg hat das erklärte politische Ziel, Erbbaurecht umzusetzen. Herr Kraus, gibt's das auch in Wien? Haben Sie auch derartige Bestrebungen und Instrumente? Das weiß ich selbst gerade gar nicht. Ich habe das jetzt gar nicht extra erwähnt. Das ist in Wien die Regel, dass vor allem... Okay. Grundstücke im Erbbaurecht. Also bei uns nennt man das Baurecht. Also immer, wenn irgendwer in Österreich das Baurecht nennt, meint er Erbbaurecht. Ja, okay. Damit die Übersetzungsleistung gleich erledigt ist. Sehr gut. Herzlichen Dank. Ja, wir haben eine erste Zuhörerin, Christa Markel, die wir jetzt gerne in die Diskussion mal kurz hineinnehmen möchten. Und ich möchte aber erneut nochmal aufrufen, wir haben noch viel Zeit, dass sich auch gerne noch weitere Leute melden können, die wir so ähnlich wie im Fishbowl-Verfahren im analogen Raum jetzt gerne in die Runde einladen möchten. Frau Markel, ist es möglich, Sie dazu zu schalten? Dann könnten Sie Ihre Frage direkt stellen. Ja, fantastisch. Super. Sie müssen sich noch laut schalten, dann können wir Sie hören. Wir können Sie schon wunderbar sehen, aber Sie müssen jetzt Ihr Mikrofon. Fantastisch. Ja, sehr wunderbar. Gut. Ja, vielen herzlichen Dank. Ich bin sehr beeindruckt. Tolle Veranstaltung, tolle Beispiele. Ich bin wirklich sehr beeindruckt. Mir fehlt ein einziger Bereich ein bisschen bei der Planung und das ist der,
Wie wollen dann die Familien Tatsache leben? Also wir haben hier in Berlin, also ich komme aus Berlin, Grüne Berlin, Steglitz-Zehlendorf, wir haben ein Projekt Lichterfelde Süd, haben Sie vielleicht auch schon mal gehört, das ist ein ehemaliges Bahnbundesgelände. Dort sind 108 Hektar oder so, 33 davon werden bebaut. Der Rest ist Grünfläche, weil es wirklich eine tolle Sachen dort gibt. Wir machen uns sehr viel Gedanken oder haben uns zumindest sehr viele Gedanken gemacht, wie ist denn das eigentlich mit dem konkreten Leben? Also ich habe auch, bin auch Aufsichtsrätin im Studenten auf Schlachtensee und da gibt es welche, die haben am Spreefeld nach Clusterwohnbau dort Wohnungen gebaut, wo man einfach sehr viel Gemeinschaftsräumlichkeiten hat, wo man also drüber nachdenkt und dort ist es auch schon gelungen und ich fände das für uns auch sehr wichtig, dass man die Wohnungen so gestaltet, dass eben nicht die Einzelfamilien wieder einzeln in sehr schönen Blocks und schönen Quartieren wohnen, aber trotzdem wieder eigentlich nicht mehr stattfindet an gemeinschaftlichem Leben, beziehungsweise wenig Fazilitäten gedacht sind in solchen Quartieren, um so eine Veränderung im Zusammenleben leben sozusagen herbeizuführen. Und bei aller Wichtigkeit und Bedeutung von Ökologie, Mobilität, Energieeffizienz und so weiter, hinterher leben dort Familien. Und wenn dann wieder nicht mehr möglich ist, als die Haustür aufzumachen und ein Babyfon vom ersten in den zweiten Stock zu stellen, dann ist es einfach schade. Und ich habe mir dieses Spreefeld-Projekt angeguckt. Das ist einfach fantastisch. Viele Leute haben relativ viel Raum für sich, aber es gibt auch ein mitgedachtes architektonisches Moment der Gemeinsamkeit. Und ich habe noch einen zweiten Punkt. Sie sprechen von Erdgeschossgewerbe. Ich habe vor vielen Jahren mit den Grünen mal ein Projekt gemacht, wo wir Angsträume für Frauen besprochen haben. Und in all den Gebäuden, Beispiel Mehringplatz, hat man festgestellt, dass es sehr schwierig ist, wenn das Erdgeschoss sozusagen ganzheitlich verbaut ist mit Gewerbe, dann ist die Möglichkeit sozusagen mal das Gefühl zu haben, da oben hört oder sieht mich noch jemand, auch nachts mal auf der Straße oder so, überhaupt nicht mehr gegeben. Haben Sie das bedacht? Hat sich da irgendwie mal, gibt es da irgendwelche Planungen für? Und ja, genau, das war es eigentlich. Also ich habe auch natürlich mal drüber nachgedacht, meine Tochter hat Kinder und wenn die mit drei Kindern oder vier nach Hause kommt, hat noch ein paar Fahrgeräte dabei und einen Einkauf, das wird ohne Auto ein bisschen schwierig sein, das Zeug alles nach Hause zu bringen, inklusive der Kinder. Das waren meine drei Fragen. Super, vielen Dank. Wer möchte antworten? Herr Kraus, ja. Ich steige gerne ein. Ich kann das alles unterstreichen, was sozusagen die Frage von Gemeinschaftsräumen, gemeinsame Nutzung betrifft. Ich glaube, dass wir da gerade in Aspern und auch in anderen Gebieten sehr, sehr viel lernen können von Baugruppen, von Konzeptverfahren, von gemeinschaftlichen Planungen und gemeinschaftlichen Bauen. Ich glaube, da müssen wir hinschauen. Das ist ich spüre da einen Trend auch aufkommen, der, glaube ich, für die nächsten Jahre sehr wichtig ist. Ich möchte es aber nicht nur auf das Gebaute reduzieren. Jane Jacobs hat einmal gesagt, die Architekturkritikerin, das Außen der Häuser ist das Innen der Stadt. Und ich glaube, wir müssen auch sehr stark an den öffentlichen Raum denken, wenn wir darüber denken, wie leben Familien, wie leben Lebenspartnerschaften in Städten und wie können die auch den öffentlichen Raum nutzen. Das ist jetzt gleich der Übergang zur zweiten Frage. Die Seestadt ist auch, oder in Wien gibt es auch, es nennt sich Gender Mainstreaming in der Planung. Ich bin mit dem Begriff ein bisschen unzufrieden, aber sozusagen gendersensible Aspekte auch in die Stadtplanung zu bringen und zu überlegen, Frauen, aber nicht nur Frauen, wie leben und wie nutzen wir denn die Stadt und die nicht nur aus einer, ich verkürze jetzt ja, weißen Cis-Mann-Realität hinter dem Autosteuer zu denken. Sie ist jetzt sehr verknappt, aber Sie verstehen, was ich meine. Ja, ist, glaube ich, extrem wichtig, weil eine Stadt, die von allen genutzt wird, muss auch von allen geplant werden und von allen gedacht werden. Und das ist der Grundsatz, glaube ich, wenn es um die Gebäude, aber auch um die Planung des öffentlichen Raums geht. Da sehe ich eben noch Defizite, im Zweifel.
Vielleicht sagt ich meine, diese Frage des Zusammenlebens und des Architektur ist auch Politik. Also Architektur ist auch Sozialpolitik. Mhm. Der Titel der Veranstaltung heißt ja urban und dann kommt gleich sozial. Also ich glaube, dass Architektur schon auch ein ganz starkes politisches Element hat. Und so wie man die Menschen in ihren Wohnungen sozusagen hält, so das sagt was über uns aus. Und, auf alle Fälle. Insofern finde ich das schon. Ich habe noch einen Punkt, die ganzen Gebäude. Ich fand die Sachen zum Teil sehr schön, aber es ist halt schon alles sehr eckig und sehr quadratisch und praktisch. Also ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn da mal ein bisschen Bewegung, ein bisschen irgendwie ein paar innovative Gebäudeteile reinkämen. Alleine schon, damit die Kinder auch noch wissen, wo sie wohnen. Frau de Boer, Sie hatten, glaube ich, gerade schon so halb angesetzt. Ja, ich würde eine Antwort. Sie hatten ja, Frau Markel, Sie hatten ja auch die Frage nach dem Auto gestellt. Also bei uns in Oberbillwerder wird es so sein, dass man natürlich seine Einkäufe und seine Kinder und kurz zu Hause abliefern kann. Und dann kann man aber nicht das Auto nachts da stehen lassen, sondern danach fährt man dann in den Mobility Hub und geht zu Fuß nach Hause oder steigt um aufs Fahrrad. Und so ist das Prinzip in Oberbillwerder. Und ich möchte Herrn Kraus auch nochmal unterstützen. Bei uns ist auch der öffentliche Raum, also der öffentliche Raum mit den Quartiersplätzen, das ist auch ein gemeinschaftlich zu nutzender Raum, der für Familien und für alle Menschen, auch für Menschen älteren Alters, so ausgerichtet werden soll, dass es ein Ort der Begegnung ist. Also dieses immer nur zu Hause sitzen in den eigenen vier Wänden ist schrecklich. Wir haben neben den Gemeinschaftsräumen der Baugemeinschaft, die das ja blockweise auch zusammenlegen, auch den öffentlichen Raum und auch die Möglichkeit, in den Erdgeschosszonen der Mobility Hubs dieses Thema aufzugreifen. Also wir haben genug Platz, das Thema weiterzudenken. Und wichtig dazu, die Familien auch wirklich fragen. Nicht nur glauben, dass man weiß, was für die gut ist, sondern sie wirklich fragen. Das wäre ein wichtiger Punkt. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Markel. Das waren, glaube ich, nochmal ganz spannende Impulse und wichtige Fragen, die wir nochmal vertiefen konnten. Ich habe im Moment noch keine weitere Person, die sich jetzt einschalten möchte, oder? Ich gucke hier ganz kurz in meine... Nein, im Moment nicht. Dann würde ich gerne noch mal ein Thema vertiefen, was wir noch nicht wirklich angesprochen haben heute, was in den Vorträgen aber kurz kam, die Beteiligung, die natürlich ein ganz wichtiges Thema ist. Das wurde von Frau Markel ja eben auch gesagt. Wir müssen die Leute fragen, wie möchten sie leben. Wir versuchen manchmal in Planungsprozessen Leute zu beteiligen, die in Zukunft wo leben möchten, was natürlich mega schwer ist, weil die kennt man ja nicht und die sind sehr schwer zu adressieren. Aber vielleicht können die drei ReferentInnen noch mal ganz kurz sagen, wie wurde die Beteiligung für die Quartiere durchgeführt? Eben war auch einmal die Frage, wie musste denn zum Beispiel in Bergedorf auch der Bezirk davon überzeugt werden, von dem Mobilitätskonzept, oder wie wurden diese doch innovativen Mobilitätskonzepte denn in der Beteiligung verhandelt? Gab es in den drei Beispielstädten, die wir uns hier heute angucken, auch Opposition gegen die Projekte? Gab es dieses Not in my backyard Gefühl, mit dem Sie umgehen mussten? Das würde mich noch mal sehr interessieren, wenn wir darauf noch mal kurz eingehen können. Und dann haben wir jetzt Julia Gerometta, die werden wir dann gleich danach noch mal reinholen in die Runde. Aber vielleicht Herr Kraus, Herr Gredler und dann Frau de Boer. Also die Frage der Beteiligung Seestadt-Aspern im Entstehen des sozusagen Masterplans kann ich nicht beantworten, weil ich selbst zu dieser Zeit noch nicht in Wien gewohnt habe. Aber prinzipiell ist, glaube ich, die Beteiligungsgeschichte in der Planung, während des Baus, aber auch in der Besiedlung. Und ich halte es für sehr, sehr wichtig, dass man sozusagen Beteiligung hier als gesamtes Projekt sieht und nicht nur in den Phasen von ich bin Anrainer und Anrainerin und möchte mitreden, was nebenan gebaut wird. Ist ein großer Erfolg gewesen, weil es auch zu dieser Identitätsfindung und Identitätsstiftung sehr stark beiträgt. Ich habe das vorher in meinem Input ja kurz gesagt, aus meiner Sicht ist der Erfolg auch diese Bold Moves zu machen, also ganz klar zu haben, wenn ich egal jetzt als Kommune, als Politik, als Verwaltung, aber auch als Bewohner, Bewohnerin, Teil dieser Seestadt bin, von Aspern, was ist dann diese Identität des Stadtquartiers? Ja, das ist der Landmark des Sees, das ist aber genauso die Nachhaltigkeit, das ist die Nutzung des Umweltverbunds für die alltäglichen Wege. Also diese Ziele einfach als eigene Identifikation auch mitzunehmen, ich glaube, das kann gute Beteiligung und gutes Besiedlungsmanagement und Community Building auch wirklich leisten.
Das ist spannend, so Beteiligung in Community Building zu überführen, ist, glaube ich, da ein ganz wichtiges Stichwort. Dankeschön dafür, Herr Gredler. Ja, wir haben in Heidelberg eine sehr umfangreiche Bürgerbeteiligung grundsätzlicher Natur eingeführt. Bei der Bahnstadt tatsächlich war die noch nicht so intensiv, wie wir sie jetzt haben. Und wir haben ja auch ein IBA-Projekt in Heidelberg, die sozusagen hier den Masterplan zur Entwicklung zum Beispiel von Patrick Henry Village leitet. Und da haben wir wirklich sehr intensive Einbindung der Bürgerschaft, teilweise natürlich auch ein bisschen zum Ärger, sage ich mal, der Planer, die natürlich, weil es wollen natürlich viele mitreden. Oft ist dann natürlich die Frage, das deutlich zu erklären, die Frage ist, was bedeutet eine Beteiligung? Heißt es auch eine direkte Mitentscheidung? Viele fühlen sich dann nicht abgeholt, wenn es eben darum geht, dass sie zwar vorher beteiligt wurden, aber dass dann dort am Schluss andere Dinge ja beschlossen werden. Ne? Das ist so ein bisschen das Problem, was man hier teilweise hat, aber wir haben da, wie gesagt, so einen dynamischen Masterplanprozess aufgesetzt auch, der quasi nochmal eine Stufe 0 vor der ersten Erstellung hatte und so weiter und der ständig auch immer im Dialogprozess stattfindet, nicht nur mit Entwicklern international eben, da schauen wir uns auch viele andere Dinge an, sondern eben auch der Bürgerschaft, weil es natürlich die Herausforderung ist, wen kann ich adressieren, der vielleicht der Bewohner oder die Bewohnerin von morgen ist. Das haben wir auf dem Schirm. Es ist hier in Heidelberg da eine aktive Bürgerschaft da, die sich beteiligt. Und trotzdem ist dann am Schluss die Frage, konnte man alle Zukunftsvisionen eben dann da schon aufbauen? Weil es ist ja auch so, man selber hat ja auch oft Schwierigkeiten, sich selber in bestimmten Situationen vorzustellen, was denn für ihn in 20 Jahren oder in 30 Jahren Wohnform sein muss. Ne? Und man muss ja auch die Stadt sozusagen im Wachstum mit der Zeit denken. Aber es wird auf jeden Fall in vielen Prozessen hier intensiv über die Stadtplanung diskutiert. Ja, bei uns in Oberbillwerder und in Hamburg machen wir das natürlich auch so. Wir haben der Masterplan Oberbillwerder ist in einem 2-jährigen Planungs- und Beteiligungsprozess entstanden. Also das war eine ganz intensive Auseinandersetzung mit den angrenzenden Stadtteilen, Bewohnern, Initiativen, Sportvereinen, Landwirten und der kommunalen Politik. Aber man muss auch sehen, dass so ein Masterplan im Maßstab 1 zu 2000 und über so einen langen Zeitraum, das ist sehr abstrakt. Ja, da guckt man jetzt nicht in die Einzelne, wie soll meine Wohnung und wie soll meine Freifläche aussehen. Das ist einfach 118 Hektar, die organisiert werden müssen. Und auf dieser Ebene ist Beteiligung natürlich eher so transparent zu machen, was man macht. Und das nochmal zu reflektieren, ist das wirklich das, so wie Oberbillwerder aussehen soll. Wenn wir später in die späteren Entwicklungsphasen kommen, wird das natürlich auch konkreter. Also der Loop, wie soll er genau aussehen? Was soll auf den Quartiersplätzen stattfinden und so weiter? Dann haben wir eine andere Verhandlungsebene, wo Beteiligung dann auch wirklich eher Beteiligung sein kann, nicht nur Information über den Prozess, den wir gehen. Okay, vielen Dank, vielen Dank. Wir haben jetzt 2 Meldungen noch, die ich bitte nochmal in die Runde einschalten möchte. Zunächst Julia Gerometta und dann noch Magnus Henge, bevor wir dann zum Ende der Diskussion kommen. Mal schauen, ob das klappt. Da geht es jetzt gleich los. Super, Frau Gerometta, wir können Sie sehen und noch nicht hören, aber das geht bestimmt auch gleich. Ja, perfekt. Können Sie mich jetzt auch hören? Super gut, ja, wunderbar. Okay, fantastisch, danke. Das ist, ich bin jetzt mit dem Handy drin, deswegen ist das für mich auch neu. Ganz herzlichen Dank schon mal für die tolle Diskussion und die super Beispiele. Und ich habe eine Frage zur Finanzierung, und zwar, dass Sie wollen ja alle Ihre Viertel sehr attraktiv gestalten, auch durch vielfältige Nutzungen, Erdgeschossnutzungen, Kultur, günstiges Wohnen oder gemischtes Wohnen. Wie stellen Sie das denn da und was sind da sozusagen auch die Faktoren, die Ihnen das überhaupt ermöglichen? Also wenn ich dran denke, ein Kiezkino oder so etwas, ist ja auch wirklich ein belebendes Element, gerade auch am Abend von so einem Quartiersplatz. Aktuell sehen wir ein Sterben der Innenstädte, deswegen sind solche Nutzungen ja wirklich auch total wichtig. Können Sie da auf Fördermittel zurückgreifen oder haben Sie Akzeptanz bei den anderen Eigentümerinnen der Fläche, die ja sicher so eine günstigere Nutzung da auch sozusagen mitfinanzieren
müssen. Wie gehen Sie mit diesen Finanzierungsfragen um und was erleichtert Ihnen die attraktive Gestaltung Ihrer Quartiere? Dankeschön. Eine spannende Frage. Wer möchte beginnen? Herr Kraus. Vielleicht nehme ich mir den Teil Wohnen und Grundstücke heraus, weil ich dann nochmal auch wirklich auf diese Eigenheit von Wien eingehen kann. Nur damit Sie ein Gefühl bekommen für die Wohnbauförderung, die zu einem bisschen mehr als die Hälfte in den Neubau fließt und der andere Teil in die Sanierung, wendet Wien ungefähr 700 Millionen pro Jahr auf. Das sind ungefähr 5% des Stadtbudgets, die alleine dafür verwendet werden, um also leistbaren, tun wir es einmal so zusammenfassen, Wohnbau zu schaffen oder zu fördern. Gleichzeitig, wie vorhin schon gesagt, besitzen wir selber sehr viele Grundstücke. Das heißt, wir haben auch über diesen Hebel sehr viel Möglichkeit, entweder Stadtentwicklungsquartiere mit Grundstücken sozusagen zu versorgen und hier einen aktiven Anreiz zu machen. Was natürlich immens ist in solchen Gebieten, sind die Infrastrukturkosten, weil man natürlich Infrastrukturkosten finanziert, die für Bewohnerinnen, die noch nicht hier sind, und Steuern zahlen. Das müssen wir ja immer bedenken als öffentliche Hand. Wir leisten quasi eine Vorfinanzierung für die nächste Generation. Und da bin ich ein ganz klassischer Ökonom, der sagt, ja, dafür ist die öffentliche Hand da, um das zu finanzieren. Und es ist klug, wenn die öffentliche Hand hier Geld in die Hand nimmt und von mir aus auch gern mehr Geld in die Hand nimmt, weil das entscheidet über die Lebensqualität der nächsten Generation. Und ja, das muss die öffentliche Hand finanzieren. Dankeschön, Herr Gredler. Ja. Ich denke, die Finanzierung ist oft abhängig von den Rahmenbedingungen, die es gibt. Wir hatten es ja gerade schon gehört, wem gehören die Flächen. Es gibt zum Beispiel jetzt bei der BIMA die Möglichkeit, ich kann von vornherein, gibt es da sozusagen Rabatte beim Ankauf von Flächen, wenn ich selbst sage, ich baue nachhaltigen Wohnraum, sozial gebundenen Wohnraum oder ähnliches. Das heißt, da ist der Staat dann sozusagen mit in der Finanzierung drin. Die Kommune bei uns ist tatsächlich so, wir gehen ja viel in Vorfinanzierungen jetzt, beispielsweise von der kompletten Infrastruktur, und kriegen das Geld ja dann sozusagen über auch über die letztlichen Steuerzahler, die wir vom Land dann zugewiesen bekommen, pro Person von Einwohnern zurück, und müssen das dann ja quasi über die Jahre refinanzieren. Im Prinzip ist es ja ein Investment. Bei uns wird auch viel diskutiert. Ich habe vorhin mal Zahlen an die Wand geworfen. Das ist quasi jetzt ein Defizit von 30 Millionen da, das aber ja über diese jährliche Zahlung, also bei uns sind es zum Beispiel 8 Millionen, die wir kriegen über die Einwohnerzahl zurück über die Jahre, natürlich dann sich relativ schnell amortisieren. Aber es gibt natürlich auch einige Investitionen, wie jetzt ein Konferenzzentrum, die ja zusätzlich von der öffentlichen Hand reingesteckt werden, um eine Attraktivität zu erzeugen. Auch jetzt Kultureinrichtungen oder Ähnliches werden ja dann teilweise über den Kulturetat unterstützt oder anderes. Das heißt indirekt, jetzt nicht direkt auf den Stadtteil gerechnet, aber tatsächlich wird der Löwenanteil natürlich in der Entwicklungsmaßnahme über die Wertsteigerung dieses Areals erzeugt, sozusagen in der Vergabe. Und dadurch finanziert sie den Großteil zumindest der Kosten direkt auch. Ich glaube, wichtig ist ja da aber auch nochmal an so niedrigschwellige Einrichtungen zu denken. Also das Kongresszentrum ist ja nur für bestimmte Leute und nicht für den Alltag der BewohnerInnen. Vielleicht können Sie da aus Ihrer eigenen Erfahrung noch mal zwei, drei Sätze sagen, Herr Gredler, mit so einem Kulturzentrum. Oder bräuchte das da mehr in solchen Quartieren? Auch Gemeinschaftstreffpunkte einfach ganz gar nicht mit großem Programm auch immer oder so, ne? Absolut. Das ist ja, ich meine, das Thema Clubsterben, wir haben auch sozusagen einen Club bei uns mit drin, ist ein zentrales, wird ja viel diskutiert, gerade nicht nur jetzt erst in der Corona-Pandemie und auch Stadtentwicklung in Berlin oft ja so, dass die dann vertrieben werden, Kulturen. Das heißt, da geht es jetzt tatsächlich erstmal darum, kann das vielleicht sogar einfach proaktiv erhalten werden und mitgedacht werden. Und natürlich gibt es da auch Investitionsfonds, die das unterstützen, dass zum Beispiel der Schallschutz eben verstärkt betrieben wird, weil es jetzt hier zu Geräuschentwicklung kommt oder ähnliches. Wir sind ein privatwirtschaftlich betriebenes Veranstaltungszentrum, gibt es relativ wenige, weil viele ja auch staatlich finanziert sind. Bei uns funktioniert das über eine Querfinanzierung zum Beispiel von Businessveranstaltungen, die wir machen. Das heißt, es gibt schon sehr viele nischenartige Produkte, aber diese Ermöglichungskultur, wenn Sie das vielleicht auch gemeint haben, das ist, glaube ich, was in unserem Falle, da gab es natürlich auch einen politischen
Diskussion, kann das erhalten werden und so weiter. Aber es geht ja eben darum, kann man Dinge ermöglichen, nicht zwingend nur über direktes Geld, sondern eben auch über die besonderen Wege, die man dabei gehen muss. Ne? Wie spreche ich mit den anliegenden Investoren, die vielleicht nebendran kommen? Können wir die an den Tisch bringen, dass sie keine Angst haben, was da passiert etc.? Ist natürlich teilweise eine enorme Aufwertung von Stadtquartieren, aber auch natürlich zeitlich mit viel Arbeit und oft auch mit Angst vor dem Unbekannten vollzogen. Aber da kann ich natürlich nur ermutigen von uns, wir sind da tatsächlich eine der ersten Objekte und Baunutzungsverordnung, das ist ja da auch ein Thema, die als Anlage für kulturelle Zwecke eingestuft wurde, als Club, wird gerade im Bundestag auch diskutiert, die sozusagen einen Schutzstatus dann auch gibt in der zukünftigen Stadtentwicklung. Da haben wir hier so ein bisschen einen Präzedenzfall geschaffen, der sowas mal durchgespielt hat, wie sowas in Zukunft auch funktionieren könnte. Vielen Dank. Guck mal auf die Uhr, wir sind jetzt ganz knapp vor 13 Uhr. Ich würde noch einen letzten Redner noch mal ganz kurz mit reinnehmen, weil wir alle auch Zeit für eine Mittagspause brauchen. Die Frau Gerometta möchte ich verabschieden. Danke ganz herzlich für die spannende Frage und bitte jetzt noch ganz kurz Magnus Henge in die Runde. Und um seine Frage. Sorry, den Namen noch mal bitte. Magnus Henge. Magnus, ne? Ja. Kommt sofort. Ja. Ich finde im Übrigen, weil es hier gerade im Chat kam, eine Quote auch für Kulturflächen. Das ist auch tatsächlich was, was wir gerade diskutieren sozusagen. Ne? Also vorgeschriebene Fläche bei der Entwicklung für Kultureinrichtungen in Stadtquartieren. Finde ich ein spannendes Thema. Ja, auf alle Fälle. Herr Henge, da sind Sie. Und noch nicht zu hören, noch einmal laut schalten und dann klappt es. Wir können Sie schon sehen. Immer noch leise. Bitte das Mikro innerhalb von Zoom einschalten. Immer können innerhalb wir von Zoom bitte den Button Mikrofon einschalten anklicken. Jetzt aber vielleicht. Super, ja. Okay, ja, erstmal vielen Dank, dass Sie mich noch reingenommen haben und überhaupt, dass die gestellten Fragen durchgestellt werden, so schön schnell. Leider gibt es auf den letzten Metern noch ein technisches Problem. Wir können Sie nicht hören, leider, Herr Henge. Das Internet hängt offenbar ein bisschen. Ich glaube, es ging Herrn Henge um die Einbindung von gewerblichem Wohnen. Aber ich glaube, das wäre gut, wenn er das nochmal erläutert hätte. Nein, aber dann denke ich, schade. Irgendwas klappt jetzt gerade nicht und wir können Sie nicht hören. Das tut mir total leid. Vielleicht geht es heute nochmal am Nachmittag. Ich würde denken, wir schließen die Runde. Ich danke ganz, ganz herzlich den Referentinnen, Frau de Boer, Herr Kraus, Herr Gredler. Das war, glaube ich, eine ganz tolle und spannende Runde. Ich habe total viel gelernt. Ich danke auch hier in der Heinrich-Böll-Stiftung der Redaktion und dem Technikteam. Und ich danke vor allem natürlich auch den ganzen Leuten draußen an den Geräten, wie man so schön sagt, für die super spannenden Fragen, für die Kommentare im Chat. Das war wirklich eine ganz hochqualifizierte Debatte und ganz tolle Fragen, die wirklich, ich finde, das hat super gut funktioniert, auch mit dem Reinnehmen der Leute in die Runde. Das war auch ein kleines Experiment hier. Ja, herzlichen Dank.